willkommen zurück. Hallo, hallo. Schön, dass ihr da seid. Es geht weiter mit unserem Abenteuer. Ich bin hier schon im Schmied. Hab erstmal ein paar Pflanzen, ein bisschen Eisen verkauft. Jetzt werde ich bei ihm mir ein paar Repkits noch zulegen. Machen wir wieder 12, so wie wir es vorher hatten. So, das Buch lassen wir noch weg, was die Repkits verbessert. Das brauchen wir noch nicht. Wir sind ja noch klein und popelig, da kostet sowieso alles nicht so viel. Aber wir werden vielleicht ein bisschen Nahrung gebrauchen. Hat der irgendwas Neues? Kurz mal bei ihm reinschauen. Nö, der hat immer noch unseren Stuff. So, wie viel Essen haben wir denn hier? 3, 6. Ja, eine Mahlzeit haben wir circa dabei. Dann holen wir uns noch 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt hätten wir zwei Mahlzeiten. Das sieht erstmal nicht schlecht aus, würde ich sagen. Und vielleicht, ja, vielleicht holen wir uns noch ein, zwei Heiltränke dazu. Falls wir irgendwo böse auf die Mütze bekommen, wir uns heilen können und noch ein, zwei Heiltränke übrig bleiben. Ich glaube, bei den Quests im Gasthaus hatten wir aktuell nichts weiter offen. Wir haben immer noch das Kopfgeld. Die anderen sind durchschnittlich und schwer. Na gut. Okay. So, wohin geht's? Wir haben nur noch aktuell das hier offen. Zu den Flüchtlingen in die Zuflucht. Dann würde ich vorschlagen, wir machen uns auf den Weg. Auch wenn das übelst gefährlich da drüben ist. Ich habe da meine Erfahrung gemacht. Aber gut, irgendwann muss man dahin. Oh. Oh, das hier haben wir noch gar nicht gelootet. Oh, hier war noch irgendwas. Oder nicht? Nö, sieht nicht so aus. Na gut, dann gehen wir weiter. Ach, diese Johnnies hier. Ich warte immer noch, dass wir die Quest bekommen, die auszuschalten. Ich glaube, wir bekommen irgendwann die Quest. Wenn nicht, dann werden wir die angreifen. Brauchen wir... Nö, Eisen habe ich... Gut, wir können mal kurz reingucken. Falls da wieder Eisen ist, bauen wir es aus, damit wir es zumindest verkaufen können. Aber nee, hier ist noch nichts nachgespawnt. Hier ist noch nichts nachgespawnt. So, jetzt wollte ich hier im Hof Lund mit der Dame sprechen, dass wir ja die Mörder erledigt haben. Mit der Christina Lund. Aber sie sagt immer noch dasselbe. Oh, wir könnten hier jetzt mal aufmachen. Wir könnten hier jetzt mal aufmachen. Oh, einmal hat's geklappt. Ah, shit, kaputt. Sehr schön, noch ein. Shit. Shit. Wir haben noch zwei Dietriche. Oh, das sieht schon gut aus. Haben wir. Dreierschloss. Heilige Scheiße. Oh. Ein Instrument. Eine Puppe. Stoff und Seile. Keine Ahnung. Schmuckstück, Schmuckstück. Okay, die zwei Sachen hier... Das sind Schmuckstücke. Die können wir unterwegs verkaufen. Gibt uns ein bisschen Gold. Das nehmen wir natürlich. Gold ist absolut unser Ding. Und die Stoffe, die werden wir auch noch auf jeden Fall brauchen. So, in der Mühle, da haben wir uns drum gekümmert. Oh, hier ist der Boss. Übrigens. Jeder Boss droppt immer eine richtig spezielle gute Waffe in der Regel, aber den werden wir nicht machen, vorerst nicht. Erst wenn wir höher im Level sind, denn die Waffe richtet sich nach dem Level, wenn man den Boss zerlegt. Und wir wollen gerne die speziellen Waffen von den Bossen im Endlevel haben und nicht jetzt schon auf Level 3 oder 4. Das ist so ein kleiner Tipp von mir.
Die Bosse solltet ihr euch bis zum Schluss aufheben. Dann habt ihr die Bosswaffen quasi auch alle fürs Endlevel geeignet. Kann ich euch nur empfehlen. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Er will mit uns quatschen. Flüchtlingsführer. Vergas. So, erstmal gucken wir, ob wir hier irgendwas klauen können. Hier irgendwas rumliegt. Da oben ist eine Kiste. Versuchen wir mal aufzumachen. Oh, die ist schwer. Shit, keine Dietriche. Dann bauen wir uns kurz welche. Ich möchte die Kiste auf jeden Fall haben. Oder zumindest mal reingucken, was drin ist. Dietriche, machen wir uns nochmal 5. So. Wieder raus, wieder hier rein. Und nochmal auf die Truhe drauf. Oh, der erste ist offen. Oh, der andere ist auch hier irgendwo. Gut, zu viel. Zweiter ist offen. Eieiei. Oh, hier geht's ein bisschen. Irgendwo hier wird's sein. Haben wir. Salz, Geld, Stoff und Blumen. Naja, ob sich das gelohnt hat. Ob sich das gelohnt hat. Jetzt haben wir hier sonst nichts, oder? Irgendwas hinten versteckt oder hier? Nö. Zuerst mal nichts. Quatschen wir mal mit ihm hier jetzt. Was der gute Vergas wohl will. Ach, die Söldner. Ihr kommt genau zur rechten Zeit. Willkommen in der Zuflucht. Mein Name ist Vergas. Ich bin der ehemalige Bürgermeister von Kotria und führe jetzt die Flüchtlinge an. Wie ihr sicher bemerkt habt, empfangen uns die Einheimischen nicht gerade mit offenen Armen. Also habe ich beschlossen, mit unseren Leuten in die kalten und abgelegenen Einöden umzusiedeln. Aber für die Bürgermeisterin von Stormcup scheint das immer noch nicht weit genug zu sein. Nehmt unser Holzfällerlager. Wir brauchen Holz, um unsere Heimat zu befestigen und die Wintermonate zu überstehen. Aber die örtlichen Bauern schikanieren uns ohne Unterlass. Ich befürchte das Schlimmste. Schon seit mehreren Tagen haben wir nichts mehr von unseren Holzfällern gehört. Genau deswegen seid ihr hier. Für bescheidene Bauern wie uns könnte das Ganze zu gefährlich werden. Ich brauche jetzt Söldner, die herausfinden, was mit unseren Männern passiert ist. Okay, das ist eine Hauptquest. Wir sollen uns nach den Holzfällern erkundigen, was mit denen los ist. Werden wir machen erstmal. Sollen wir da hoch? Machen wir natürlich. Danke. Holzfäller sind gleich nördlich von hier. Gut, dann werden wir nördlich mal hinreisen und mal überprüfen, was mit den Holzfällern ist. So. Das hier sieht mehr nördlich aus. Oh, wir müssen aber auch bald rasten. Ganz schlechte Idee. Und ausgeruht hier reinzulaufen. Also rasten wir erstmal. Auch wenn es uns das noch nicht angezeigt hat. Ich will voller Tatendrang da rein. Unsere Jungs sind recht zufrieden. Daher werde ich noch ein zweites ans Zelt machen. Um mehr Bonus zu bekommen. So. Also mehr Tapferkeitspunkte. Jetzt werden wir dem bisschen Fleisch hier reindrücken. Vielleicht noch ein Brot. Oh, das können wir nicht genau ausbalancieren. Na gut, dann kriegen die Einnahrung mehr, wie sie verdient haben. So. Wir gehen mit 7 Tapferkeitspunkten rein. Oh, wir können jemanden zum Hauptmann ernennen. Unser Hauptmann würde unser Tank, würde ich sagen. Kostet mehr Sold. Und kostet uns Einfluss.
Aber er ist jetzt Hauptmann. Ups. Sehr gut. Dann haben wir quasi einen Anführer im Trupp. Und jetzt... Achso, hier ist erstmal unser Kopfgeld. Vielleicht machen wir das als erstes irgendwo hier. Ich sehe nämlich nichts. Ich sehe nichts hier. Eisen. Wir sind schon dran vorbei. Okay, hier ist das Holz. Holzfällerlager. Gehen wir erstmal dann zum Holzfällerlager. Danach machen wir unsere Mission. So, können wir hier irgendwas klauen? Hier ist eine Kiste, die geht nicht. Hier ist Holz, wäre Diebstahl. Hier könnten wir Holz kloppen. Wir haben keinen Kämpfer zum Kloppen. Na gut. Mal gucken, was der hier will. Der Häuptling macht sich Sorgen um uns. Das sollte er auch. Die Einheimischen werden von Minute zu Minute rachsüchtiger. Sie schikanieren uns. Und wir haben nicht genug Männer. Und die Botschaft zu senden und... Was? Was war? Vorsicht, die Bauern sind zurück. Ihr da, Söldner. Wenn der Häuptling euch schon geschickt hat, beeilt euch lieber. Und stoßt zu unseren Jungs vor dem Lager. Und lasst diese Idioten bloß nicht rein. Oi, oi, oi. Das Gefühl, es gibt gleich eine Schlägerei. Was habt ihr jetzt vor? Habt ihr nichts Besseres zu tun, als Flüchtlinge zu schikanieren? Selbst wenn ihr Edo selbst wärt, könnt ihr diese Bäume nicht fällen. Was meint ihr damit? Was kümmert euch, ob wir diese Bäume fällen oder irgendwelchen anderen? Der Wald des Altisberg ist heilig. Er gehört seit Anbeginn der Zeit der Thules. Verärgert ihr dieses winzige Volk, wird es allen Siedlungen im Umkreis angreifen. Auch uns und eure Zuflucht. Seid nicht albern. Die Thules gibt es doch gar nicht. Sie sind ein Armenmärchen. Wir werden sicher nicht wegen irgendwelchen imaginären Kobolden erfrieren. Wie könnt ihr es wagen, um das Auge Willens? Sagt euren Halluzinationen, sie sollen abhauen. Bäume gibt es hier in der Gegend genug. Söldner, habt ihr das gehört? Nennt euren Preis und gebt diesen Ketzern die Strafe, die sie verdienen. Die Thules werden es euch danken. Oh Mann, was ist das denn? Jetzt müssen wir... Wir müssen für eine Seite kämpfen. Entweder für die einheimische Bevölkerung, weil sie an die Thules glauben. Also Thules scheinen Kobolde zu sein oder sowas in der Art. Also verteidigen sie sozusagen für sich einen heiligen Ort. Oder wir helfen den Flüchtlingen und kämpfen gegen diese Verteidiger der Thule, weil sie einfach Holz zum Überleben brauchen. Also, ja, das ist natürlich... Ich wäre dann dafür, dass wir doch dann den Flüchtlingen helfen. Ich meine, ja, okay, die beschützen anscheinend einen heiligen Wald. Aber die Jungs werden wohl erfrieren. Schon wieder den Flüchtlingen helfen? Wir sind ja schon ein bisschen auf der Spur, immer wieder den Flüchtlingen zu helfen. Dann sollten wir vielleicht auch dabei bleiben, oder? Ja, komm. Wir helfen den Flüchtlingen. Auf in den Kampf. Eieiei. Was haben wir denn hier? Hier ist der Anführer. Und das ist unser Anführer. Also der Anführer der Flüchtlinge. Er darf auf jeden Fall nicht sterben. Aber der Anführer... Er sollte auf jeden Fall sterben. Er... Oh.
Gut. Ich habe nur einen Zug. Mit einem Zug kriege ich den aber nicht raus. Ich krieg keine 55 Damage raus. Rüstung und Leben weg. Egal, wen ich nehme, glaube ich. Dann fangen wir erstmal an zu tanken. Wir hauen ihm eine Schwächung rein. So, dann macht er schon mal weniger Schaden. Dann könnten wir das Schild eigentlich benutzen, anstatt zu schlagen. Weil er wird anfangen. Mit Glück geht er erstmal auf ihn an. Geht er auf ihn los? Kann er das überhaupt? Ja, könnte er. Dann wird das Schild erstmal verbraucht. Und der Schwächungsschlag wird dafür sorgen, dass er weniger Damage macht. Dann wird er zweimal weniger Damage machen. Benutze ich das Schild? Oh, ah doch. Ich dachte schon, dass dann sind die nicht gebunden im Kampf. Gut, dann mal gucken, was passiert. Ob das so klappt. Nö. Er geht auf meinen Waldläufer. Tja, jetzt hat er doppelt wenig geschlagen. Die sind jetzt im Kampf. Wer kommt denn danach? Der und der. Okay, die anderen brauchen noch ein bisschen. Ich möchte erstmal den Anführer rausholen. Wir bleiben dabei. Wir stechen hier erstmal rein. Ah, das war nicht besonders stark. Dann hauen wir ihm noch eine Fackel rein. Ja, das war auch nicht besonders stark. Dann ziehe ich mich wieder zurück. Und wir können... Oh, wir können hier was Nettes einbauen, glaube ich. Ich versuche es zumindest. Wir schießen erstmal. Oh, schön. 17 Crit. Oh, stimmt. Der hat ja Doppelschuss. Okay, der ist so gut wie weg. Und jetzt... Ah, ich komme nicht ganz hinten ran. So wird es gehen. So geht es. Damit habe ich die beiden anderen im Visier. Wenn die sich bewegen, kriegen die einen Schuss ab. Dann machen wir die Wachsamkeit rein. Sind beide in der Area drin. Und fertig. Jetzt ist erstmal mein Verbündeter dran. Der verkrümelt sich erstmal nach seinem Angriff. Heilige Scheiße, wohin verkrümelt der sich denn? So, jetzt ist unser Freund dran. Wie machen wir das mit dem? Wie machen wir das mit dem? Abstechen. Sehr schön. Dann den abstechen. Da machen wir Zorn drauf. Kostet nur eins. Ich könnte zwar eine Fackel benutzen. Oh, würde auch reichen. So wird's gehen. Dann benutzen wir lieber die Fackel. Obwohl, die Fackel hätte ich nicht benutzen können. Das war jetzt doch ein bisschen dumm. Denn die Fackel wird verbraucht. Und ich könnte nochmal. Dann könnte er sich nicht bewegen. Ich könnte die Raserei reinknallen. Aber der würde nur einmal schlagen, weil ich nicht von hinten angreifen kann. Dann machen wir das. Er kann dann nur messern. Na gut, dann wird das Speerfeuer nur auf ihn gehen. Okay. Aber das geht doch hier durch, würde ich mal sagen. So, er und danach er. Dann gehen wir mit dem Tank ihn hier tanken. Hat er draufgehauen? Ich habe es gar nicht gesehen. Nö, mehr machen wir nicht. Wir behalten uns unsere Tapferkeitspunkte.
So. Gehen wir den hier abstechen, würde ich sagen. Oh, schöner Damage von ihm. So, mit ihm brechen wir das Sperrfeuer ab. Das bringt uns nichts mehr. Und dann könnte er eigentlich ihn hier rausnehmen, wenn er es schafft. Oh ja, 16 Schaden. Sehr schön. Die wollen abhauen. Lassen wir zu. Das lassen wir zu. 21 Kronen, bisschen Weizen. Das ist super. Weizen nehme ich immer gerne. 2 Repkits. Level up für unseren Waldläufer. Oh, er hat auch seine nächste Skillung. Soll ich nochmal auf Raserei gehen? Eieieiei. Also später bringt der Rauchschleier ordentlich was. Im Moment noch nicht, weil die Kämpfe noch nicht so groß sind. Aber wenn später 5-6 Einheiten im Kampf sich befinden und gebunden sind, dann kann das hier schon ordentlich reinwummen. Aber ich nehme trotzdem nochmal die Raserei. Und 2 Punkte in Geschicklichkeit. Super. Nehmen wir sofort. So. Das hätten wir. Das hätten wir erstmal. Ach du Scheiße. Söldner, ihr seid eben solche Helden für uns wie die der Thule. Ich wage mir kaum auszumalen, wie wütend diese Kreatur geworden wäre, wenn die Flüchtlinge auch nur noch einen Baum gefällt hätten. Hä? Ich dachte, ich hätte dem Flüchtling gerade geholfen. Nehmt dies als ein Zeichen der Dankbarkeit. Oh Mann! Scheiße! Ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich habe den Thulen geholfen. Ich war mir todsicher, ich habe den Flüchtlingen geholfen. Jetzt haben wir Bohnen bekommen. Immerhin. 15 Stück sogar. Wow. Eine Bohne macht 4 Nahrung. Wow, okay. Das ist gar nicht mal so schlecht. Haben wir hier noch irgendwas? Oh Mann. Das war aber nicht der Plan. Eieiei. Ja, das ist ja doof gelaufen. Tut mir leid, Flüchtlinge, aber eigentlich wollte ich euch helfen. Oh, was ist das denn hier? Alatza hat uns entsendet, um den nördlichen Wald von der Rattenplage zu befreien. Allerdings suchen wir auch nach einem infizierten Mann, den Stormkamp ausgestoßen haben soll. Wir haben Pestheilmittel dabei. Okay, irgendjemand hat die geschickt, um die Rattenplage zu erledigen. Oh, hier ist Holz. Hier ist ein Unterschlumpf. Ein paar Blumen. Die blauen diesmal. Keine Ahnung, wie die sich nennen. Damit können wir schon mal, glaube ich, Heiltränke. Was ist das hier denn für ein Turm? Oh, stopp, 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 stopp. Hier ist ein Banditencamp. Das greifen wir noch nicht an. Das greifen wir jetzt noch nicht an. Ich suche noch immer meine Quest hier, mein Kopfgeld. Wo sind denn die Johnnies? Die müssten genau... Ach, da sind sie ja. Da sehe ich sie jetzt endlich. Nee. Ihr haut hier nirgendwo hin ab. Haben wir. Okay, cool. Unser Kopfgeld werden wir uns jetzt auch abholen. 4 Jungs sind das. Die haben sogar einen Anführer. Wir haben da drüben sogar einen Anführer.
Ah ja, ja. Wer kommt denn als erstes dran? Er hier und dann? Dann der Anführer. Wie weit kann der denn laufen? Nicht besonders weit. Dann würde ich mal sagen... Lass mich noch mal gucken. An den Anführer komme ich so einfach nicht ran, oder? Doch. Würde ich schon. Aber ich könnte nicht nach... Ich könnte nicht hinter ihn laufen. Ich habe hier schon eine gute Idee. Weil der Anführer... Wir werden ihn austricksen, dass er nicht rankommt in seiner Runde. Erstes... Werden wir ihn hier uns krallen. Und dann kriegt er noch einen Schwächungsschlag. So, das reicht erstmal. Du, mein Freund, fällst dich so hin. Dann nochmal mit der Fackel drauf. Ich könnte jetzt nochmal doppelt zustechen. Kostet zwei Tapferkeit. Wäre aber nur einmalig, leider. Das wären keine drei Hits. Dann lassen wir das erstmal. Ja, du kannst auf den Tank draufhauen. Der kümmert das nicht. So, jetzt nochmal gucken. Er kommt nirgendwo ran. Dann werden wir ihn jetzt von hinten abstechen. Sehr schön. Können wir ihn mit der Fackel finishen? Nee. Aber mit Zorn. Sehr schön. Zeig nochmal, wo der hinkommt. Gut. Stelle ich mich mal hier hin. Wegen dem Zweihänder hier. Will ich nicht so viele Leute an einem Fleck haben. Nicht, dass der eine AOE raushaut. So, jetzt müsste der Tank rankommen und nichts machen können. Sehr schön, der kann nichts machen. Oh. Aber ich könnte jetzt hier was Nettes machen. Einmal so. Ah, aber jetzt ein Sperrfeuer. Nur wegen einem. Ich glaube, das lasse ich. Dabei halte ich mir lieber die Tapferkeitspunkte auf. Wer weiß, ob die Flüchtlinge nicht ganz schön angepisst sind. Weil ich die platt gemacht habe aus Versehen. So. Jetzt. Jetzt. Können hier mit ihm... Nee, mit ihm. So hin. Dann machen wir Truppenansporn. Dann kriegen wir für jede Einheit, die im Kreis ist, einen Tapferkeitspunkt. Boom. Jetzt holen wir uns den Tank hier ran. Einmal so. Einmal einen Schwächungsschlag. Okay, mehr geht erstmal nicht. Du, mein Freund, musst aus dem Radius hier raus. Kannst ihn von hinten messern. Oh ja. Dann noch ein Zorn drauf. Oh ja. Die wollen abhauen. Ja, okay, komm, wir lassen sie abhauen. Kein Risiko eingehen. Eine Axt. Okay. Bisschen Gold. Und Seife. Zwei Repkits. Das ist in Ordnung. Sehr schön. Kopfgeld haben wir einkassiert. Oh, und die Flüchtlinge wollen jetzt mit uns auch gar nicht quatschen. Eieieiei. So war das aber nicht geplant, um ehrlich zu sein. So war das jetzt nicht geplant. So. Oh, wir müssen rasten, verdammt. Oh, keine Gefahr. Keine Gefahr.
Ja, Tatsache, diese Bohnen machen viel Nahrung. Das ist ja verrückt. Meine Jungs wollen Sold, in Ordnung. Und dann können die mal rasten. Haben wir. Was ist denn mit ihm hier? Wieder mal ein grässliches Fraß. Ist gekochtes Essen denn zu viel verlangt? Uiuiui. Eieiei. Der beschwert sich über unser Essen. Dabei gab's Brot, Fleisch, Pilze. Was ist denn mit dem? Ich könnte kämpfen. Also ihn unterdrücken. Würde minus 4 Tapferkeit uns geben. Hoffnung. Minus 2 Tapferkeit. Minus 20% ermüden. Oder wir geben ihm einen Heiltrank für seine Beschwerden. Dann geben wir einen Heiltrank raus. Der guten. Damit die hier nicht rumspinnt. Na gut, dann gehen wir jetzt mal. Naja, wir gehen mal zur Zuflucht. Und quatschen mal mit denen, würde ich sagen. Man munkelt, dass ihr lieber Fabelwesen verteidigt, als Flüchtlingen zu helfen. Ich habe mich wohl in euch getäuscht. Die anderen quatschen, glaube ich, nur irgendwas. Okay, dann, ja, es tut mir leid. Es tut mir leid, ich wollte euch ehrlich gesagt helfen. Aber hier kann ich sogar handeln. Die Axt werde ich nicht brauchen. Das ist Schmuck. Salz können wir an jeder Ecke kaufen, wenn wir es brauchen. Das ist Schmuck, das ist Schmuck. So. Den Rest lassen wir dann erstmal so. Ja, naja, also. Das Schicksal wollte, dass ich den Kobolden helfe anscheinend. Lief nicht ganz so wie geplant, aber naja, wir haben uns nichts vorzuwerfen. Stellt mal vor, man will euren Weihnachtsbaum abholzen. Also abholzen. Das ist ja, das ist also, das will ja auch keiner. Ja, auch heilig. So, okay, dann hätten wir hier mal mit denen gequatscht, Aufgabe erledigt. Dann können wir erstmal wieder zur Stadt zurück, würde ich sagen. Und immer wieder vielleicht gucken wir nach neuen Leuten. Also, Jungs, ich habe echt viel Geduld, aber irgendwann, wenn ihr mich anquatscht, irgendwann dann werde ich euch einfach angreifen. Und dann seid ihr nicht mehr da. Also lasst es doch einfach. Vielleicht nehme ich mir sogar extra Handschellen mit. Um euch einzukerkern. Könnten wir uns eh ein paar mitnehmen. Wenn wir halt ein paar Sklaven mitnehmen. Das kleine Problem ist, wenn man Sklaven mitnimmt, muss man die auch verpflegen. Und das mache ich dann schon wieder nicht so gerne. So, Quest erledigt. Kopfgeld abkassieren. Sehr schön. Überprüfen. Was haben wir? Bitte um Hilfe. Amateurjäger. Okay, wir sollen Jäger warnen gehen. Damit sie nicht gefressen werden. Na gut. Da drüben. Amateurjäger nennt sich die Quest.
Naja, also wer jagen geht, dem sollte auch bewusst sein, dass es gefährlich wird. Also, ich weiß ja nicht. So, was haben wir hier für einen Krieger? Ha, hier haben wir einen Ehrenamtlichen. Einen ehrenamtlichen Krieger. Cool, er hat keinen Minusmalus. Das soll, ist um die Hälfte verringert bei ihm. Er hat sogar Zorn. Gefällt mir. Ist ein Axtkämpfer. Genau das, was wir brauchen. Einmal, um Holz hacken zu können. Und einmal, damit er einen neuen Beruf bekommt. Ich würde sagen, Theorot, du bist im Team. Du bist im Team. Bumm, da haben wir ihn, den Guten. Hat natürlich noch keine gute Ausrüstung, aber das wird noch. So, ihn können wir direkt mal skillen. Wir können ihn direkt mal skillen. Dann mache ich mal... Ja, Stärke hilft ihm natürlich. Aber ich will, dass unser Krieger auf jeden Fall auch Beweglichkeit hat, weil wir werden Krieger und einen Waldläufer immer in Zweier, versuchen in Zweier-Teams loszuschicken für die Rattennester später. Aber was das genau bedeutet, das werde ich euch dann erklären, wenn es soweit ist. Und da unsere Waldläufer schon mal zwei Bewegungen mehr haben, muss er aufschließen können. Dann kriegt er Bewegung erstmal. Und wir können Berserker auswählen. Dann kann er eine mittlere Rüstung ausrüsten. Hat einen Amoklauf. Füge dem Ziel dreimal mehr 2,3 Schaden zu. Also ein Dreierangriff. Scharfsrichter können wir ihn ausrüsten oder skillen. Dann hat er eine mittlere Rüstung. Füge allen Einheiten im Zielbereich Schaden zu. Greife pro Einheit im Zielbereich einmal an. Ja, das werden wir nicht so oft, glaube ich, nutzen können. Und Schildwache. Ein Buff hätte er. Ich will auf Damage gehen. Darum nehmen wir Amoklauf. Wir nehmen den Berserker. Dann kann er, hat der einen Dreierschlag sozusagen. Nehmen wir. Nehmen wir bei ihm. Sehr schön. Cool. Wer sitzt hier noch? Wenn wir schon hier dabei sind. Mal gucken, was hier noch ist. Ein Schwertkämpfer. Wäre auch nicht schlecht. Den würden wir aber ein Schild reinpacken. Die Geschicklichkeit ist erhöht. Braucht er nicht so unbedingt, aber ist zumindest kein Malus. Und er ist auch ehrenamtlich unterwegs. Dann müssten wir aber für ihn ein Schwert und ein Schild besorgen. Interessant, interessant. Und wer ist das hier? Noch ein Schwertkämpfer. Ohne Eigenschaften. Ohne Eigenschaften. Der hat ein, der hat schon plus... Oh, was hat eigentlich unser? Er hat auf Stärke und auf Beweglichkeit. Also hat er auf Stärke vorher schon geskillt. Und was ist mit dem hier? Er hat auf Stärke und Geschicklichkeit hier einen Skill. Ja, mit Geschicklichkeit kann er nicht so viel anfangen. Aber okay, es ist, schadet ihm jetzt auch nicht, sage ich mal. Bei wie viel Sold sind wir denn schon? Ist ein halber Sold. Also ich würde den fast schon nehmen. Und wenn wir gar nicht klarkommen... Schmeiß mir jemanden raus, der einfach zu teuer ist. 80 Gold, 40 Tapfer... 40... Na, ihr wisst schon. Einfluss. Kaufen wir. Kaufen wir. So, ihn skillen. Oh, auf Verfassung. Er wird von mir ein Schild bekommen. Also er wird unser zweiter Tank. Dann ist das gar nicht mal so schlecht. Dann bräuchte er aber eine schwere Rüstung. Dann entweder Kämpfer oder Beschützer. Beschützer hat wieder nur so einen Buff, will ich nicht. Dann lieber den Schlag hier, Destabilisierungsschlag. Füge dem Ziel 6 bis 8 Schaden zu und bewirke 2 Runden lang eine Destabilisierung. Dadurch ist die Abwehr auf 0 verringert. Oder Fleischwunden.
Füge allen Einheiten im Bereich 2x6 Schaden zu. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber wir haben 4 Leute für Schaden. Ein Tank. Es wäre jetzt so langsam Zeit vielleicht für einen zweiten Tank. Und er hätte zufällig auch eine Skillung für 2x Verfassung. Also mehr HP. Dann würde das auch gerade passen. Machen wir. Er ist Kämpfer und kriegt Doppelverfassung rein. Sehr schön. Okay, unser Team hat sich vergrößert. Jetzt haben wir auch mehr Druck. Jetzt müssen wir dringend mehr Kohle machen. Denn die müssen bezahlt werden. Essen haben wir. Durch den Fail in der Main Quest. 15 Bohnen. Das ist schon mal ein bisschen was. Dann haben wir noch ein bisschen Hammelfleisch und Wolfsfleisch. So, Heilung haben wir. Da könnten wir noch mal nachlegen kurz. Einkaufe ich mal nach. So viel Eisen brauchen wir nicht. Oh, wir hätten... Oh, Berufe. Hätte ich fast vergessen. So, unser Tank. Was fehlt uns eigentlich? Wir haben... Ein Dieb. Wir haben Bergarbeiter. Wir haben Tüftler. Wir haben Schmied. Aber er wird nicht Schmied bleiben. Oh. Er wird eine zweite Axt in die Hand bekommen. Anstatt ein Schild. Tja, wie schön, dass ich eben die Axt verkauft habe. Verdammt. Und den Schild wird er hier bekommen mit einem Kurzschwert, Einhandschwert. Das heißt, er könnte... Sollte ich ihn Schmied machen? Weil ich würde gerne den Waldläufer jetzt einen anderen Beruf geben. Und zwar... Alchi, damit seine Geschicklichkeit hochgeht. Dann haben wir Alchi, Tüftler, Bergmann, Dieb... Und es fehlt uns noch ein Koch. Okay, dann wird er Koch. Das macht 2 Verfassungen. Mehr HP für unseren Kämpfer. Und unser Berserker hat noch keinen Beruf. Er wird auch irgendwas zum Draufkloppen brauchen. Ja, dann Schmied, ne? Schaden, Stärke. Perfekt, dann haben wir 6 Berufe. Passend zu den Klassen, die sie werden. Schön. Dann wäre das ziemlich gut geskillt. Cool. Jetzt können wir rein theoretisch uns selber auch Heiltränke basteln. Meine ich. Medizin. Ja, uns fehlen nur die leeren Piolen. Sobald wir Heiltränke verbraucht haben, werden wir uns die ab sofort selber craften. Für die Schneelilien müssen wir dann immer ins Schneegebiet. Da müssen wir nochmal abklappern, alles, was wir noch so finden könnten. Dann können wir uns schon mal selber damit versorgen. Repkits, ja, vielleicht könnten wir da jetzt 1, 2 mehr gebrauchen. Und vielleicht so langsam auch das Buch kaufen, damit die Repkits mehr Rüstung reparieren. Dadurch verbrauchen wir natürlich auch weniger. Das hat 100 gekostet, ne? Erstmal noch 1, 2, 3. Dann laufen wir ab sofort mit 15 Repkits rum. Wir kaufen uns das Buch. Eiskalt. So, hier haben wir es. Die Reparaturkits stellen jetzt 5 zusätzliche Rüstungspunkte her. Erlernen. Bom, das ist permanent. Und wir haben noch sowieso 1 Skillpunkt. Wir haben sowieso noch 1 Skillpunkt. Bevor wir Waffeln leveln, will ich lieber die Standarddinger hier lernen. Oder kochen. Na gut, damit können wir noch warten. Mit dem 15 Bohnen kommen wir erstmal eine Weile aus. Was könnten wir noch... Okay, auf Straßen würden wir uns nochmal schneller bewegen. Gewichtstraining könnten wir mehr tragen. Ist auch cool. Ziemlich wichtig.
weniger Sold für unsere Gefährten, maximale Tapferkeit erhöht, Wiederherstellung ebenfalls für die Rap-Kids oder... Oh, Karriereziele. Ihr könnt Einfluss ausgeben, um eine Fertigkeit bei Stufenaufstieg 1 plus Fertigkeitspunkt hinzuzufügen. Das ist natürlich auch geil. Das machen wir auch. Dann werden die stärker am Ende. Dann müssen wir unseren Einfluss dafür benutzen. Aber ich denke, das wird sich durchaus lohnen. Sehr schön. Cool, okay. Ihr Lieben, wir sind geskillt. Wir sind vorbereitet für die nächste Schlacht. Dann werden wir die armen Amateure da drüben mal warnen, dass es da für die zu gefährlich ist. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Wir haben wieder eine Main-Quest geschafft. Noch zwei Quests müssen wir hier finden. Dann wäre das Gebiet abgeschlossen. Aber wir werden natürlich den ganzen Rand hier noch ablaufen, um jedes Fragezeichen hier noch mitzunehmen, alles zu töten und zerstören, was da ist, damit wir hier wirklich jede Quest mitnehmen. Cool, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge dabei. Ich würde mich natürlich freuen. Alles Gute und bis dahin. Tschüss.